Du Peter, mit der Klimaanlage. Früher hatte ich hier so, hier oben bei den Mitteldüsen, hatte ich so eine Temperaturregelung. Wo ist denn die hingekommen? Ja, die ist nicht ganz verschwunden, aber die brauchst ja du nicht sehr oft. Ich denke, eins bis zweimal im Jahr. Darum hat man sie in ein Menüprogramm, in einem Menüprogramm untergebracht. Du Okay. siehst hier die Taste Menü, drückst diese Taste und jetzt hast du hier die Temperaturanpassung für den Oberkörper. Das ist genau das, was du früher mit dem Stellrad Ah oben ja, gemacht genau. hast, siehst Ja. du. Und jetzt kannst du, es ändert halt immer relativ schnell wieder zur Standardumstellung. Hier kannst du deine Einstellung so programmieren, wie du es gern hast. Im Okay. Winter wahrscheinlich eher wärmer und im Sommer eher Da kühler. machen wir eher kühler Ja? jetzt, ja. Okay, lassen wir das so. Dann haben wir zusätzlich die Umluftautomatik, die ist auch ein bisschen neu gestaltet worden. Du siehst, du hast nur noch ein Fenster, Ja. wenn es aktiviert ist. Früher hattest du noch ein zweites mit dem automatischen, also mit dem A, wo es Ja, automatisch genau, ja. geht. Das machst du jetzt in der Menüfunktion unter Ah, Umluftautomatik. okay. Wenn du die Umluftautomatik rausnimmst, dann ist es weg. Dann Okay. kannst du hier bestimmen, ganz zu oder einfach offen. Okay. Und so erkennt er, wenn du ins Tunnel fährst, der Abgaswert zunimmt, macht er automatisch die Frischluftklappen Ja, zu. super, das ist schon besser. Was auch sehr gut ist und neu, ist in der Funktion Sitzklimatisierung und Lenkradheizung. Dann kannst du den Fahrer und Beifahrer einstellen. Zum Beispiel die Sitzheizung kannst du verteilen. Du siehst es dann an dem Polster auch, wo es warm oder kalt Ah, ist. okay, darum, ja. Genau. Und du kannst die Sitzheizung automatisch aktivieren. Das ist der große Vorteil, dass du, sobald du zum Auto kommst und den Motor startest, dass automatisch die Sitzheizung aktiviert wird. Okay. Selbstverständlich kannst du auch die Stufe und die Temperatur einstellen. Siehst du hier? Okay, Das super. ist wirklich perfekt. Ja. Und das ist für Fahrer und Beifahrer, ist das automatisch zu bestimmen. Kannst Okay. du so programmieren, hast du dann auch auf deinem Schlüssel Ah, gespeichert. super. Ebenfalls Kann ich das auch mit der Sitzlüftung machen? Geht das auch? genau dasselbe. Gehst auch hier, gehst ein bisschen weiter runter, Sitzbelüftung, auch hier kannst du sagen, automatisch über Ah, 25 super. Grad. Die Stufe, da würde ich dir empfehlen, gleich die höchste Stufe zu nehmen. Ja, okay. Wobei es regelt dann selber automatisch, nach einer gewissen Zeit gehen die Stufen selber Ah runter. ja? Nicht damit du überhitzt. Du meinst unterkühlst. Da jetzt und kühlst. Genau. Ist das so verständlich für Ja, dich? sehr, sehr. Gut. Wenn wir das Symbol hier anschauen, es ist eigentlich sehr ähnlich. Du stellst deine Temperatur links, rechts separat ein. Ja. Du kannst aber auch synchron gehen. Das heißt, du bestimmst, ob deine Frau friert oder ob sie heiß wird. Okay, das ist super. Wichtig ist, wenn es sehr heiß ist, würde ich dir empfehlen, die Luftmenge ein bisschen nach oben zu korrigieren. Ja. Weil sonst wird es eher ein bisschen warm da drinnen. Okay. Aber ich muss nicht rumregeln, Nein. wenn es jetzt heiß ist und ich steige ins heiße Auto, macht er das automatisch, oder? Dann Er geht macht er. automatisch, fährt hoch. Ansonsten gehst du auf maximal kühlen, könntest theoretisch kurz die Fenster öffnen, Schiebedach, Ja. er bläst die warme Luft raus und dann wird es sehr schnell angenehm im Auto. Okay. Danke, Peter. Das wird mir bleiben. Gern geschehen, du siehst, BMW bestätigt einmal mehr die Freude am Fahren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was lernen. Wenn ja, würden wir uns über ein Like freuen. Wenn ihr einen Vorschlag habt, eine Verbesserung oder ein Thema, das ihr gerne ansprechen möchtet, dann schreibt uns einen Kommentar. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.